Jahre nach der mittlerweile schon legendären Liebeneiner-Produktion Die Schatzinsel entschließen sich die an den Weihnachtsvierteilern beteiligten Co-Produktionspartner ZDF, TF1 Paris sowie SRG für die Ausgabe 1978 wieder ein Buch von Robert Louis Stevenson zu verfilmen. Die Geschichte des jungen David Balfour, der 5 Jahre nach der berühmten Schlacht von Culloden am 16. April 1746 in den schottischen Highlands gefährliche Abenteuer zu bestehen hat, erscheint allen Verantwortlichen der dafür geeignete Stoff zu sein. Die Story, die hauptsächlich auf Stevensons Roman Kidnap basiert, ist zwar schon häufig vom Kino adaptiert worden, doch eine aufwendige Fernsehbearbeitung hat es bisher noch nicht gegeben. So bietet sich jetzt eine große Chance, innerhalb der Vierteiler-Traditionsreihe einen weiteren TV-Klassiker zu kreieren. In Zusammenarbeit mit HTV Bristol und Technisonor Paris versucht Telemünchen, dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen. Die Konzeption für die fernsehgerechte Umsetzung der Stevenson-Romane um David Balfour stammt einmal mehr von Walter Ulbricht. Allerdings diesmal unter der Mitwirkung des englischen Autors Peter Graham Scott. Mit der Drehbucherstellung wird der in England bekannte Fernsehdramaturg Eric Pace betraut. Seine Variante der David Balfour-Story findet bei allen Verantwortlichen große Zustimmung und lässt auf eine spannende und erfolgreiche Produktion hoffen. Mit insgesamt 7 Millionen Mark steht ihr eine Tat zur Verfügung, der eine gute Ausstattung und Besetzung ermöglicht. Ein internationales Aufgebot an Schauspielern, darunter viele namhafte Stars, wird verpflichtet. Aus Deutschland kommen unter anderem Bernhard Wicki, Arthur Braus, Jutta Speidel sowie der bisher wenig bekannte 24-jährige Münchner Eckehard Welle, der die Titelrolle besetzt und der später bekennt: "Das ist die schönste Rolle war, die ich je bekommen habe." Für die zweite Hauptrolle wird mit einiger Mühe der in den Staaten lebende David McCallum, bekannt aus der Krimi-Kultserie der 60er, Solo für Onkel gewonnen. Die Rolle der Catriona verkörpert die erst 16-jährige Aude Landry aus Frankreich. David Balfours bösartiger Onkel Ebenezer wird von dem irischen Allstar Patrick McGee gespielt. Regie führt Jean-Pierre Decourt, ein Routinier des französischen Abenteuerkinos, der bereits 1976 mit der Inszenierung von Michael Strogoff einen großen Erfolg innerhalb der co-produzierten Vierteilerreihe verbuchen konnte. Die gesamten Dreharbeiten finden in England und Schottland statt. Innerhalb von 15 Wochen entsteht an über 100 verschiedenen Standorten die fernsehgerechte Umsetzung der Stevenson-Story durch das von Decourt souverän geleitete englische TV-Team, wobei sich die Filmarbeit bereits in der Anfangsphase als richtiges Abenteuer entpuppt. Bei den ersten Aufnahmen bei Dartmouth, einem romantischen kleinen Badeort an der südenglischen Kanalküste, gerät das zweite Kamerateam bei stürmischer See auf dem Segler Spellwell in Seenot und muss mit einer Barkasse von Bord geholt werden. Eckehard Welle wird bei einer gestellten Schlägerei von einem Stuntman versehentlich ein Zahn ausgeschlagen. Patrick McGee, ähnlich verschroben wie der von ihm dargestellte Ebenezer Balfour, versucht seinen Unmut über scheinbare Ungerechtigkeiten in der Gagenverteilung in Alkohol zu ertränken, sodass er einen gesamten Drehtag ausfällt. Missstimmung erzeugt bei den Engländern auch die Entschlossenheit der Deutschen, an den Wochenenden zu arbeiten. Nach einigen, zum Teil heftigen Diskussionen einigt man sich jedoch, hauptsächlich durch die Zahlung von zusätzlichen 15.000 D-Mark als Überstundengeld. Die Schauplätze der Produktion, die sehr schönen Landschaften Großbritanniens mit ihren zahlreichen imposanten Schlössern, machen während der Drehzeit nicht nur auf die Darsteller aus Deutschland einen großen Eindruck. Die überwältigenden Filmkulissen sowie die insgesamt positive Stimmung am Set bewirken eine Atmosphäre, die nicht unwesentlich dazu beiträgt, dass bei allen Teammitgliedern trotz mancher Strapaze die Motivation während der gesamten Drehzeit erhalten bleibt. Die einzigen noch zu verschmerzenden Schwachpunkte dieser Produktion stellen die für die Produktion beschafften Segelschiffe dar. Kenner nautischer Oldtimer erkennen sofort, dass diese Segler für die Epoche des Vierteilers Mitte des 18. Jahrhunderts zu jung sind. So ist zum Beispiel die britische Bark Marquess, mit der viele Sequenzen für den letzten Teil der Produktion gedreht wurden, rund 170 Jahre zu spät gebaut worden. Sie entstand im Jahre 1917.
Aber durch einige Umbauten und vor allem durch eine neue Takelung entsteht aus ihr dennoch ein vertretbarer Dreimaster des 18. Jahrhunderts. Ansonsten ist die Ausstattung der Produktion aber hervorragend. Sämtliche Kostüme, Waffen, Kutschen, Innendekorationen sowie diverse Filmbauten, wie zum Beispiel das Schafott für James of the Glens, werden mit größter Akribie ausgesucht bzw. nachgebaut. So wirken selbst die nachgestellten Szenen der Schlacht von Culloden trotz der spärlichen Anzahl von kostümierten Statisten sehr wirklichkeitsnah. Die Dreharbeiten verlaufen ohne nennenswerte Verzögerungen, sodass der ursprüngliche Zeitplan eingehalten wird. Im Juli 1978 erfolgt bereits die erste Sichtung des Rohmaterials, sehr zur Zufriedenheit der dabei anwesenden Vertreter der Co-Produktionspartner. Überzeugende schauspielerische Leistungen, beeindruckende Seeaufnahmen im Sturm, ausgezeichnet choreografierte Kampf- und Fechtszenen sowie sehr schön eingefangene Landschaftsbilder lassen für die restliche Bearbeitung ein gutes bis sehr gutes Endergebnis erwarten. Einen privaten Erfolg verbuchen die beiden Hauptdarsteller Ekkehard Belle und Ord Landry. Noch bevor die letzte Klappe fällt, sind sie nicht nur vor der Kamera ein Liebespaar. Nach der Erstsendung der Abenteuer des David Balfour im Dezember 1978 urteilt die Presse unterschiedlich. Die Rheinische Post bemängelt eine insgesamt zu unverständlich und langweilig inszenierte TV-Umsetzung des Stoffes. Dagegen sind für TV Hören und Sehen die vom Fernsehen zum Leben erweckten Figuren der David Balfour-Romane sehenswerte Helden und Schurken. Mit diesem internationalen Film gelang dem ZDF wieder eine bunte, attraktiv unterhaltende Mischung aus Historie, Abenteuern und einem edlen Helden im Mittelpunkt des gefahrvollen Geschehens. Der Kölner Stadtanzeiger urteilt am 11. Dezember 1978 wie folgt. Der Weihnachtsvierteiler konfrontiert reizvoll mit den Abenteuern einer längst vergangenen Zeit. Aufstand, Flucht und Verfolgung im von der englischen Krone vereinnahmten Schottland des 19. Jahrhunderts. Zwar liegt der Akzent des von Jean-Pierre de Courflotte inszenierten Fernsehfilms bei Spannung und Action, doch ist es ihm zugleich gelungen, ein farbenprächtiges Bild einer Zeit zu entwerfen, in der Unterdrückung mit Rebellion, Ausbeutung mit Auflehnung beantwortet wurde. Bis heute im kollektiven Gedächtnis geblieben ist die Filmmusik von Wladimir Kosma, der auch schon für Michael Strogoff und Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer verantwortlich zeichnete. Insbesondere die Titelmelodie David's Song, die später von der Kelly Family gecovert wurde, bleibt unvergessen. Die Zuschauerresonanz erweist sich nach der Erstsendung wieder erwarten als nicht annähernd so groß wie vergleichsweise 2 Jahre zuvor bei Michael Strogoff. Doch dafür größtenteils positiv.